Wir haben sehr präzise Informationen und Analysen zur illegalen Migration, auch zu der Perspektive der illegalen Migration gebracht. Und im Grunde genommen war es dann so, dass Frau Merkel über das Kanzleramt an den BND angewiesen hat, keine schriftlichen Analysen dazu mehr zu fertigen, Leuten aus einer Kultur zu tun, wo an erster Stelle die Religion zählt. Und mir hat selber auch der ein oder andere Muslim hier in Deutschland, aber auch im Ausland gesagt, für uns zählen nicht deutsche Gesetze, für uns zählt nicht das Grundgesetz, für uns zählt nur der Koran. Hier wird im Grunde genommen ein Teil unserer Demokratie unterwandert. Das, was mich persönlich allerdings etwas mehr beunruhigt, ist eine Bedrohung von innen. Versuche sind erkennbar, unsere Demokratie zu erodieren. Und ich möchte hier einen Satz von Platon mal zitieren. Er sagte, von der Demokratie zur Autokratie ist es nur ein sehr kleiner Schritt. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Herzlich willkommen auch an Herrn Klaus Altgassen, danke, dass Sie zur Verfügung stehen. Danke. Herr Altgassen, bevor wir mit dem Interview starten, würde ich gerne noch ein paar Dinge zu Ihnen sagen, den Zuschauern Ihre Person vorstellen. Nach Beendigung seiner Offizierslaufbahn bei der Bundeswehr, zuletzt als Chef einer Panzergrenadierkompanie, wechselte Herr Altgassen zum Bundesnachrichtendienst, also das, was weitläufig als BND bekannt ist. Während seiner fast 40-jährigen Tätigkeit für den Deutschen Auslandsnachrichtendienst arbeitete er weitgehend operativ, also zur Nachrichtengewinnung, und dies vornehmlich zu den Themen Politik, Militär, Wirtschaft, illegale Migration. Zudem war er über ein Jahrzehnt Leiter der Aufklärung der Terrororganisation Al-Qaida. Also das ist die Organisation, die offiziell auf jeden Fall lange von Osama bin Laden geführt wurde, und der daraus folgenden Berichterstattung für die Bundesregierung. Darüber hinaus war er jahrelang als Diplomat für den BND an verschiedenen deutschen Botschaften im Einsatz. Der BND ist der deutsche Auslandsgeheimdienst und sozusagen das Pendant zum britischen MI6, dessen bekanntester Mitarbeiter kein geringerer als ein gewisser James Bond ist. Nun sieht die Realität sicherlich etwas anders aus, als dass die Mitarbeiter des BNDs mit feuerspeienden Autos durch die Gegend fahren oder explodierende Kugelschreiber bei sich tragen. Können Sie bitte mal beschreiben, worin genau die Aufgaben des BNDs liegen und wo sich sein direktes Tätigkeitsfeld befindet? Ja, Herr Hopf, zunächst mal vielen Dank für die Einführung. Sie haben in der Tat völlig recht, dass wir also nicht mit feuerspeienden Autos mehr durch die Gegend fahren. Aber lassen Sie mich beginnen, die Aufgaben des BND. Sie sind also mittlerweile fixiert im BND-Gesetz, und zwar in dem Paragraph 1 des BND-Gesetzes. Darin heißt es, und das ist eigentlich der globale Auftrag, der BND sammelt zur Gewinnung von Erkenntnissen über das Ausland, die von Außen- und Sicherheitspolitischer Bedeutung sind, die erforderlichen Informationen und wertet diese aus. Das ist ganz interessant, weil hier der Globalauftrag ist, und er sagt also im Grunde genommen, dass wir tatsächlich über die gesamten Themen, und zwar weltweit, Informationen besorgen. Was uns unterscheidet auch von anderen, auch europäischen Diensten, ist, dass wir nicht nur auf Politik fixiert sind oder Wirtschaft, sondern wir haben zum Beispiel auch im Gegensatz zu Amerika auch den Militärbereich. Bei den USA ist das die DIA, die Defense Intelligence Agency. Die haben wir mit integriert, und wir haben auch ebenfalls, da unterscheiden wir uns sowohl von den Briten als auch von den Amerikanern, wir haben die technische Aufklärung auch integriert im Bundesnachrichtendienst. Das hat eine Menge Vorteile. Das heißt also, sämtliche Informationen, die man sich nur vorstellen kann, fließen in einer Behörde ein. Der BND ist eine obere Bundesbehörde, die direkt dem Kanzleramt unterstellt ist. Und wir haben eine riesengroße Analyseabteilung. Da arbeiten wirklich Experten aus allen Bereichen. Wir haben Wissenschaftler aus verschiedensten Bereichen. Wir haben Mediziner, wir haben Physiker, wir haben Politikwissenschaftler etc. pp. Und hier können wir im Grunde genommen eine Basis bilden
für Analysen, die wir der Bundesregierung zur Verfügung stellen. Und ich wage zumindest so weit zu gehen, dass der Bundesnachrichtendienst vermutlich die Institution in Deutschland ist, die über die meisten Informationen und auch hervorragende Analytiker verfügt. Neben dem Paragraph 1 das noch als letzte Ergänzung zu den Aufgaben. Die Bundesregierung erstellt ein sogenanntes Auftragsprofil. Hier werden jetzt also die ganz konkreten Ziele genannt, sowohl ländermäßig als auch von der Thematik, die wir als Bundesnachrichtendienst aufklären sollen. Und die Aufklärung erfolgt, wir nennen das durch UMINT, das heißt also durch operative Quellen, die wir in der Welt haben, und durch SIGINT, das ist die technische Aufklärung. Okay. Man sollte also, Sie sagten schon, das ist der aufgeklärteste Dienst. Da komme ich gleich mal zu meiner zweiten Frage. Bei einem Symposium der CDU-nahen Werteunion sagten Sie erst kürzlich, dass die Aufklärungsarbeit des BNDs immer weniger ernst genommen wird, die Effizienz durch rechtliche Bestimmungen immer mehr eingeschränkt ist und gerade unter der Regierung Merkel die Kontrolle des BNDs verschärft wurde. Wie äußert sich diese Entwicklung im täglichen Geschäft des Geheimdienstes und welche Konsequenzen hat das für das Land? Ich will hier gleich auf einen Satz kommen, den jetzt vor wenigen Tagen noch der Chef der Grünen, Herr Nuripur, sagte. Er sprach davon, dass die deutschen Dienste, damit meinte er also auch unter anderem das Bundesamt für Verfassungsschutz und auch den BND, ein Sicherheitsupdate brauchen. Das heißt, mehr Personal, mehr Finanzen. Ich finde, das ist eine sehr, sehr nette Äußerung. Allerdings trifft es nicht den Kern. Das ist nicht das Problem, dass wir zu wenig Geld oder zu wenig Personal haben, sondern wir werden, und das wurde auch schon unter der Regierung von Frau Merkel deutlich, die Möglichkeiten des Bundesnachrichtendienstes zur operativen Aufklärung, das heißt auch zur technischen Aufklärung, wurden immer mehr eingeschränkt. Und daran hatten im Übrigen auch jetzt in den letzten Jahren die Grünen einen erheblichen Anteil. Das heißt also, die Effizienz des Bundesnachrichtendienstes wird erschwert oder in Teilen gar unmöglich gemacht. Wir sind insgesamt schon in einem, das finde ich im Übrigen auch gut, in einem Kontrollsystem. Ich finde es vernünftig, dass auch ein Nachrichtendienst eines Landes einer Kontrolle der Regierung unterliegt. Wir haben da unter anderem die Parlamentarische Kontrollkommission. Wir haben das Vertrauensgremium des Haushaltsausschusses, der also im Grunde genommen auch sieht, was geben wir für Geld aus. Das wird auch kontrolliert, unser finanzielles Gebaren. Wir haben die G10-Kommission. Wir haben den Bundesbeauftragten für den Datenschutz. Der Bundesrechnungshof schaut uns. Und wir haben natürlich auch die Dienste und Fachkräfte des Bundeskanzleramtes. Und ganz neu ist ein unabhängiges Kontrollgremium entwickelt worden. Da sitzen also, ich glaube, 5 oder 6 Leute, die auch das Richteramt haben oder einnehmen können, die dann allerdings von außen, ohne letztendlich Ahnung vom eigentlichen BND zu haben, verschiedene Entscheidungen treffen, die nicht unbedingt sehr sinnvoll sein könnten. Ich will aber auch eines sagen. Zu der aktiven Zeit im BND habe ich festgestellt, dass der BND, wenn er eben nicht zu eng in ein Korsett gepresst wird, sehr effizient ist, sowohl in der Operation als auch bei der Auswertung. Ich will Ihnen einige Beispiele geben und da kommt auch ein gewisses Spannungsverhältnis zutage zwischen Regierung teilweise und auch einem Nachrichtendienst. 1979 haben wir zum Beispiel rechtzeitig unserem damaligen Bundeskanzler Schmidt auch einen Bericht geschickt, dass die UdSSR in Kürze in Afghanistan einmarschieren wird. Bundeskanzler Schmidt drückte es damals etwas drastisch aus und sagte, das ist absoluter Blödsinn. Ich kenne die ganzen regierenden Leute drüben, das hätten die mir gesagt. Gut, er wurde 14 Tage später eines Besseren belehrt. Wir waren schneller. Ein weiteres, die Plutonium-Affäre, wie man sie heute bezeichnet. Bundeskanzler Kohl hatte damals den BND angewiesen, Beweise dafür zu erbringen, dass es tatsächlich im Bereich der UdSSR quasi auf einem illegalen freien Markt auch Plutonium zu kaufen gibt. Das war eine sehr komplizierte Operation. Der BND war sehr erfolgreich.
Dann ist allerdings eines passiert, das war vielleicht nicht der eleganteste, aber vielleicht der einzige Weg. Eine winzige Probe Plutonium wurde also im Lagerraum einer normalen Passagiermaschine nach Deutschland verbracht und dann kam es zur Plutoniumaffäre und der Bundeskanzler Kohl distanzierte sich davon. 1988 hatte Herr Dr. Wieck, ein hochintelligenter Mann, der auch Botschafter Deutschlands war, hatte den Fall der Mauer und auch den Zusammenbruch der UdSSR vorhergesagt, analysiert, das passte. Wenn wir in die aktuellere Zeit reingehen, wurde immer gesagt, warum wusste der BND nichts über den Einmarsch der Russen in der Ukraine? Doch, es war bekannt. Nur wir haben uns rein zeitlich, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, um 4 bis 6 Wochen zeitlich gesehen vertan. Wir haben treffende Beurteilungen zur illegalen Migration immer gemacht. Wir haben sehr, sehr dezidierte Informationen gebracht, weil wir auch, das war zu der Zeit, als ich noch im BND war, auch Quellen hatte in den Schleusernetzwerken zum Beispiel Nordafrikas. Da kann ich vielleicht gleich nochmal drauf zurückkommen. Und wir sollten eines nicht vergessen, ein riesengroßer Erfolg, wenn wir an die Kuba-Krise denken. Die Kuba-Krise ist im Grunde genommen rechtzeitig vom Bundesnachrichtendienst als einzigem Dienst den Amerikanern im Vorhinein mitgeteilt worden, also dass im Grunde genommen Russen beabsichtigen, Mittelstreckenraketen auf Kuba zu dislozieren. Aber der Beginn der Ineffizienz des Bundesnachrichtendienstes begann unter Frau Merkel auch schon in einer für mich sehr fragwürdigen Weise. Wir haben der Bundesnachrichtendienst auch immer wieder sehr detaillierte Berichte und Analysen gebracht zu den künftigen Beitrittsländern. Und da waren hier eben auch Länder bei, die wir nur nicht unbedingt als sehr souverän im Umgang mit Demokratie, aber auch beim Finanzgebaren betrachtet haben. Könnten Sie da Beispiele nennen? Ich möchte jetzt nicht die Länder nennen, die in Osteuropa dazu zählten, wo wir ein negatives Urteil fielen. Und Frau Merkel hat uns dann verboten, weitere Informationen darüber zu liefern, weil es nicht ins Bild passte. Was für mich persönlich noch etwas drastischer war, das war auch bis in die letzte Zeit, als ich tätig war, wir haben sehr präzise Informationen und Analysen zur illegalen Migration, auch zu der Perspektive der illegalen Migration gebracht. Und im Grunde genommen war es dann so, dass Frau Merkel über das Kanzleramt an den BND angewiesen hat, keine schriftlichen Analysen dazu mehr zu fertigen. Klug insofern von Frau Merkel, denn das ein oder andere Dokument kann durchaus auch mal in die Öffentlichkeit gelangen. Und wenn denn der Bundesnachrichtendienst als dazu beauftragte Institution fundierte Analysen bringt, aber die Regierung stellt sich komplett dagegen, dann kann das nicht unbedingt sinnvoll für unser Land sein. Und Herr Schindler, der letzte Präsident, den ich hatte, sagte auch mal neulich in einem Interview, die Mutation von einem operierenden Nachrichtendienst zu einer mit sich selbst beschäftigenden Verwaltungsbehörde ist politisch gewillt. Und jetzt das ernst nehmen, was Sie sagten. Wenn wir nicht mehr so arbeiten können, wie wir könnten, dann bedeutet das, die Sicherheit Deutschlands wird beeinträchtigt. Wir haben einen Ansehensverlust auch unter unseren Partnerdiensten, wie wir sagen. Es geschieht eine Reduzierung von Informationen, was normal ist unter Nachrichtendienst, und auch die Analysefähigkeit unserer eigenen Behörde wird beeinträchtigt. Jetzt hatten Sie gerade eben gesagt, Herr Altgassen, das würde für Deutschland kein gutes Bild abgeben, was Frau Merkel angeht. Jetzt muss ich jedoch sagen, dass diese Informationen überhaupt ignoriert wurden, ist doch das schlechte Bild, das innerlich abgegeben wird, oder es geht da gar nicht ums Bild, sondern wenn es zum Wohle des Deutschen, um das Wohle des deutschen Volkes ginge, dann hätte die illegale Migration, wie sie in der Vergangenheit passiert ist und aktuell immer noch genauso, gar nie erst passieren dürfen, um das nur mal hier auch zu sagen. Bei dem erwähnten Symposium der Werteunion sprachen Sie auch davon, dass Sie eine immer mehr um sich greifende Erodierung der Demokratie in Deutschland beobachten, die nicht von außen herbeigeführt wird.
sondern sich aus dem Inneren des Staates heraus entwickelt. Was genau haben Sie damit gemeint? Also zunächst mal möchte ich betonen, wir haben nach wie vor eine funktionierende Demokratie in Deutschland, aber wir müssen uns fragen, gilt heute noch in voller Konsequenz die Forderung und der Grundsatz einer wehrhaften Demokratie? Lassen Sie mich ganz kurz eingehen, bevor ich auf die Bedrohung von innen komme, die Bedrohung von außen. Was für jeden sichtbar ist, und das ist auch eine der aktuellen Diskussionen, die wir in Deutschland haben, nicht nur in Deutschland, aber auch in Europa. Wir haben extrem viele illegale Migranten aus islamischen Ländern. Und wir sprechen gerne von Integration. Wir dürfen allerdings einen Fehler nicht machen. Wir müssen von einer aktiven und von einer passiven Integration ausgehen. Nicht wir haben in erster Linie dafür zu sorgen, dass sich Personen zu integrieren, sondern so würde es auch umgekehrt gehen, wenn wir irgendwo in einem anderen Land leben wollen. Wir müssen uns bemühen, uns zu integrieren. Das fehlt vielfach. Ein Leitfaden gerade bei muslimischen Migranten ist die eigene Religion, nicht aber westliche Gesetze. Das ergibt sich im Grunde genommen aus der ganzen Kultur des Islam. Es fehlt im Grunde genommen die Akzeptanz der Säkularisierung. Also im Grunde genommen geht es darum, wir haben es hier mit Leuten aus einer Kultur zu tun, wo an erster Stelle die Religion zählt. Und mir hat selber auch der ein oder andere Muslim hier in Deutschland, aber auch im Ausland gesagt, für uns zählen nicht deutsche Gesetze. Für uns zählt nicht das Grundgesetz. Für uns zählt nur der Koran. Und um auf Ihre letzte Frage auch noch zu gehen, weswegen wir Probleme haben in Deutschland auch mit Terrorismus. Wir haben hier, das war der Fall jetzt in Frankreich gerade, wir sprechen da von den Lonely Wolves, diesen einsamen Wölfen, die sich selber aus ihrer eigenen, ich sage einmal, Koran-Ideologie radikalisieren. Und die sind in der Regel nicht auf dem Schirm. Hier wird im Grunde genommen ein Teil unserer Demokratie unterwandert. Das, was mich persönlich allerdings etwas mehr beunruhigt, ist eine Bedrohung von innen. Versuche sind erkennbar, unsere Demokratie zu erodieren. Und ich möchte hier einen Satz von Platon mal zitieren. Er sagte, von der Demokratie zur Autokratie ist es nur ein sehr kleiner Schritt. Und ich möchte dazu einige Beispiele geben, die mich persönlich beunruhigt haben. Vielleicht nicht jeden, aber mich. Ich gehe auf das ein, was jetzt gerade am Wochenende geschehen ist, in der Zeitung stand und auch im journalistischen Bereich sogar sehr kritisiert wurde. Frau Faeser, unsere Innenministerin, hatte die Wirtschaft aufgefordert, ihre Haltung gegenüber der AfD zu überprüfen und klare Kante zu zeigen. Der Molkereiunternehmer Müller hatte sich privat mit Frau Weidel von der AfD getroffen und hier hagelt es auf einmal zu Boykottaufrufen dieses Unternehmens. Wir haben gerade alle festgestellt, das ist ja nun wirklich ein Problem, was unsere Politiker haben. Unsere Politiker haben verfassungswidrig die Schuldenbremse nicht eingehalten. Das heißt also, man hat im Grunde genommen die Verfassung beiseite geschoben. Jetzt gehe ich aber auch mal auf andere Beispiele ein. Sie erinnern sich an Corona. Herr Seehofer, der damalige Innenminister, hatte, und das wurde geleakt, das kam auch in die Presse, hatte verschiedene virologische Institute angeschrieben bzw. anschreiben lassen, dass man dort so drastische Gefahren skizziert, die aus Corona sich entwickeln können, dass die Regierung repressive, das wiederhole ich, weil das in der Zeitung auch so stand, repressive Maßnahmen gegen die Bevölkerung durchgeführt werden kann. Ich erinnere mich, dass Herr Kubicki, ein Liberaler, sagte, wer Angst erzeugt, um politische Maßnahmen durchzusetzen, legt die Axt an unsere demokratische Grundordnung. Ein weiterer Fall, der mich persönlich sehr irritiert hat. Die Thüringenwahl 2020
wo Herr Kemmerich, ein FDP-Mann, mit Unterstützung von CDU, aber auch AfD gewählt wurde zum Ministerpräsidenten. Und die Kanzlerin, die derzeit in Südafrika weilte, sagte, dieses ist unverzeihlich, die Wahl muss rückgängig gemacht werden. Man kann über die AfD denken, wie man will, das ist jedem überlassen. Wer aber eine solche Äußerung macht, ich habe damals gedacht, sowas kann man bei Russland sehen, das könnte man in Syrien sehen, das würde nie einen überraschen. Aber in Deutschland ist das schon ein ziemlich starkes Stück. Ein weiterer Fall, wenn eine Frau Neubauer, die Abgeordnete der Grünen ist, sinngemäß sagte, um den Planeten zu retten, müssen wir die Demokratie möglicherweise zurückfahren, da kommt kein großer Aufschrei. Und etwas finde ich auch beeindruckend. Herr Habeck, unser kompetenter Wirtschaftsminister, hatte mal in einem Interview vor einigen Wochen gesagt, dass es in seinem Leben 7 Frauen gäbe, die für ihn von sehr hoher Bedeutung seien und politisch gesehen vor allen Dingen auch eine Frau Mazzucato. Ich muss mal wissen, Frau Mazzucato ist eine Ökonomin. Sie hat italienischen und amerikanischen Ursprung. Und sie ist der Auffassung, dass die Wirtschaft insgesamt, das heißt die deutschen Unternehmen, völlig überfordert sind, wenn neue Situationen auf sie zukommen. Und deshalb müsse der Staat aktiv in Märkte eingreifen und privatwirtschaftliche Entscheidungen lenken. Begründung, der Staat, sprich die Politiker, seien weiser und vorausschauender als die Wirtschaft und unter den gegebenen Umständen hält sie einen Zwang, einen sehr viel höheren Zwang, ich betone das, Zwang, ausgeübt werden von der Politik. Und ein letzter Punkt, den ich sagen möchte zu den Einzelaspekten, die engen Kontakte zwischen sogenannten NGOs und Schleusern im Mittelmeer sind auch nicht unbedingt dazu geeignet, letztendlich im Nachhinein die Demokratie zu stärken. Aber jetzt komme ich, wenn es die Zeit gestattet, auf ein Thema, was auch in aller Munde ist und was ich auch bemerkenswert finde. Das ist die sogenannte Klimapolitik. Wir gucken jetzt alle nach Dubai, sehen, was in Dubai geschieht. Was wir allerdings feststellen müssen, wir haben es normalerweise das ist typisch eigentlich für einen wissenschaftlichen Bereich, da haben wir einen Dialog, einen Diskurs, wo man Meinungen austauscht. Wir haben aber in Deutschland leider Gottes in zunehmender Weise es mit Diskreditierung zu tun. Es gibt, das ist jetzt nun nicht, das habe ich neulich gelesen in der Zeitung, ich kann das nicht werten, es gäbe also angeblich etwa 8000 Wissenschaftler, die anderer Meinung seien als jetzt der Mainstream, dass also im Grunde genommen wir unser Klima derzeit versaubeuteln. Ich spreche es mal ein bisschen drastisch aus. Solche Wissenschaftler werden zutiefst diskreditiert und Sie erinnern sich vielleicht, das ist einige Jahre her, es mag 5 Jahre, 6 Jahre her sein, da gab es das sogenannte Klimagate oder Climate Gate, wie es genannt wurde. Da wurde auch wieder durchgestochen mal, ich muss sagen, Gott sei Dank, dass es einen Mailverkehr unter Wissenschaftlern gibt, die also im Grunde genommen auf der harten Linie sind, wie unsere Bundesregierung sie auch gerne haben möchte und sehen möchte. Und da wurde in diesem Mailverkehr dargestellt, wir müssen jetzt also dringend dafür sorgen, dass wir die Kollegen und Kolleginnen, die anderer Meinung sind, dass wir die vom Feld nehmen, vom Platz wegnehmen. Exakt, ja. Hat nicht viel mit Wissenschaft zu tun. Wir können aber auch natürlich an den Berichten, die das ICPP, das IPCC, das Intergovernmental Panel for Climatic Control, das wird immer herangezogen, auch gerade von Herrn Guterres nach dem Motto, die Welt geht bald unter, wir müssen jetzt Zwang auf alle ausüben, damit wir das hinkriegen. Dazu wird im Grunde genommen, da werden verschiedene Klimamodelle genommen. Die Klimamodelle haben bestimmte Namen, also zum Beispiel RCP 4,5, RCP 8,5.
RCP 8,5 zum Beispiel ist ein Klimamodell, was so unrealistisch ist, dass also selber die Wissenschaftler des Weltklimarates sagen, wir haben das einfach mal als Beispiel genommen, wenn wir jetzt anfangen würden, tausende neuer Kohlekraftwerke überall auf der Welt herzustellen, dann würden wir rein von den Computermodellen zu einem Problem kommen, was wir aber nicht haben. Und dieses RPC 8,5 sollte auch nicht benutzt werden. Genau das aber wird von Herrn Guterres oder auch leider Gottes von unseren Politikern in Deutschland benutzt, um zu sagen, im Grunde genommen geht die Welt bald unter und wir müssen was tun. Es wird auch verschwiegen, dass in dem IPCC-Bericht von sogenannten Klimavorteilen die Rede ist. Darin wird ausgeführt, dass durch mehr CO2 in der Atmosphäre sich die Grünflächen auf der Welt vergrößern. Und es gibt da eine NASA-Studie, die 35 Jahre lang diese Entwicklung beobachtet hat. Und sie sind zu dem Ergebnis gekommen, dass mittlerweile innerhalb der letzten 35 Jahren die Grünflächen auf der Welt so weit zugenommen haben, dass sie die Fläche von zweimal Australien haben. Und jetzt vielleicht noch ein letzter Punkt. Das hat mich persönlich schockiert, aber ich kann mir vielleicht kein Urteil darüber erlauben. Das war ein Bundesverfassungsgerichtsurteil von April 2021. Da ging es um Klima und da stand auch drin, künftig können selbst, und jetzt kommt es, gravierende Freiheitseinschränkungen zum Schutz des Klimas gerechtfertigt sein. Und ich möchte nur zwei Personen nennen, die nicht jetzt nur ein ehemaliger Mann des BND war, sondern zum Beispiel Herr Papier, einer der bekanntesten Verfassungsrechtler Deutschlands, der gesagt hatte, an die Stelle des Rechts würde eine Herrschaft von subjektiver Willkür treten. Und auch der Historiker Klaus-Rüdiger May hat es etwas drastischer formuliert. Er sagte, wenn die faktische Aufhebung der Gewaltenteilung aus der Corona-Zeit rübergenommen wird in eine Klimakrise, dann rutscht die Bundesrepublik in die Diktatur. Und dann haben wir die Klimadiktatur. Dieses Wort haben Sie jetzt nicht in den Mund genommen. Ich tue es, denn genau darauf läuft es aus. Und das ist auch der Grund, warum Modelle genauso genutzt werden, obwohl sie doch extrem unrealistisch sind, um eben, das sage ich jetzt, das lege ich nicht Ihnen in den Mund, um eine gewisse Agenda voranzutreiben. Ich möchte da ganz am Ende noch, bevor wir uns hier einem anderen Thema zuwenden, Herr Altgassen, ganz am Ende noch etwas sagen. Jetzt haben Sie ganz viele sehr valide Beispiele genannt, warum unsere Demokratie mal für mal mehr und mehr erodiert wird. Jetzt ist aber in den Medien immer zu lesen, dass die AfD, sollte sie an die Macht kommen, die Demokratie abschaffen möchte. Jedoch erkennen Sie ja bereits an mehreren Beispielen, dass die Demokratie jetzt schon immer weiter Stück für Stück erodiert wird. Und die AfD ist eine reine Oppositionspartei. Die ist nicht an der Macht. Ich möchte damit nur festhalten, wir haben einige Beispiele jetzt genannt. Es wird uns immer gesagt, übrigens, die anderen, die wollen die Demokratie abschaffen, während man es selbst tut. Ich denke, das ist schon immer auch sehr effektiv gewesen. Wenn ich ablenken möchte, dann werfe ich einfach Vorwürfe an den politischen Gegner, während ich genau das umsetze, was ich dem Gegenüber vorwerfe. Jetzt kommen wir aber mal, möchten Sie dazu noch kurz was sagen? Ja, vielleicht dazu eines. Wir haben jetzt die AfD angesprochen. Man kann natürlich über die AfD geteilter Meinung sein. Wir haben sicherlich auch einige Personen in der AfD, ich betone hier einige Personen, die vielleicht nicht unbedingt in das demokratische Modell hineinpassen. Das ist völlig klar. Aber vielleicht darf ich ergänzend noch auf eines hinweisen, wo wir auch im Grunde genommen innerhalb unseres eigenen Landes Kräfte haben, und dann nehme ich jetzt mal nicht irgendwelche Regierungsentscheidungen, sondern Kräfte haben, die im Grunde genommen die Werte unserer liberalen demokratischen Gesellschaft unterwandern. Wenn wir von Werten überhaupt sprechen, müssen wir fragen, was sind Werte? Werte sind ein Orientierungsrahmen.
Kram. Sie sind der Kitt einer jeden Gesellschaft, einer jeden Gesellschaft. Das heißt, ob es sich um die Buschmänner in der Kalahari, die Yanomami-Indianer in Brasilien handelt oder in jedweder Gesellschaft. Bei uns gehören zu den Werten, die sich entwickelt haben in Deutschland, Dinge wie Kultur, Geschichte, Tradition, Sprache, Religion, Respekt vor Mitmenschen, Eigenverantwortung, Bildung, Leistungswillen. Und dann schauen wir mal auf die Realitäten, wie sie teilweise heute sind. Wir müssen erstens sehen, dass Werte, die so wichtig sind für jede Art von Gesellschaft, versucht wurde schon in der Geschichte immer, und dazu haben wir Beispiele, die Römer haben Karthago dem Erdboden gleichgemacht. Sie haben andere Zivilisationen, die man erobert hat, von ihrer Sprache entfernt. Mao hatte eine Kulturrevolution gemacht, etc. pp. Bei uns, da setzen sich Kräfte durch, die ich im links-grünen Spektrum verorte. Da wird eine Gendersprache eingeführt, die man fast schon als Vorschrift sehen möchte. Es wird ein für mich teilweise absurder Rassismus-Hype getrieben. Beispiel, man solle nicht mehr Moor sagen. Gut, da zeigt sich denn allerdings, dass diejenigen, die das fordern, nicht unbedingt einen sehr weiten bildungstechnischen Horizont haben, denn da müssten sie wissen, dass Moor nichts anderes ist als eine Abwandlung von Maure. Im Grunde genommen ein sehr positiv belegter Begriff. Mittlerweile werden in manchen Bereichen, in manchen Städten oder Gemeinden wird gefordert, man solle nicht mehr von Weihnachtsmarkt oder von St. Nikolaus oder so reden, sondern von Lichterfest. Nein, wir haben einen christlichen Hintergrund, dann sollten wir dazu auch bleiben. Und wenn ich denke an so eine Aussprache des ehemaligen Bundessprechers der Grünen, 2019, glaube ich, war es, der sagte auf eine Frage eines Journalisten, ja, natürlich kennen wir Grünen auch die Vaterlandslinie, die Vaterlandsliebe. Und wir verachten sie. Ein Herr Habeck ließ die Büste von Ludwig Erhard aus seinem Ministerium entfernen. Frau Baerbock ließ den Bismarck-Saal umtaufen. Leistungswillen, was ist mit Leistungswillen? Die Bundesjugendspiele sollen demnächst, und so wurde es teilweise schon gehandhabt, nicht mehr ein Leistungswettbewerb sein, sondern wenn man einen 100-Meter-Lauf macht oder 50-Meter-Lauf, dann nimmt man keine Zeit mehr oder keinen Weitsprung, nicht mehr, dann misst man das nicht mehr, weil man die anderen, die schlechter sind als der Erste, man will sie ja nicht diskreditieren. Und da kommt man dann auch wieder rein in das ganze Thema Klima, dazu gehört letzte Generation, der Spiritus Rector der letzten Generation, Roger Hallam, der ein absoluter Antisemitist ist zum Beispiel, der sagte einmal ganz deutlich, an erster Stelle unserer Bewegung steht die Abschaffung von Demokratie. Erst an zweiter Stelle steht das Klima. Und dann ergeben sich auch deutliche Hinweise zum Beispiel auf Greta Thunberg und so weiter. Aber da möchte ich nicht weiter darauf eingehen. Ansonsten würde das den Zeitrahmen vielleicht sprengen. Ja, Sie haben sehr gute Beispiele genannt. Man könnte da ewig weitermachen. Man könnte über Kultusministerin Claudia Roth sprechen, die bei Demos mitläuft, wo offen Deutschland verrecke und Deutschland du mieses Stück Scheiße skandiert wird. All das sind Gründe, in anderen Ländern noch am gleichen Tag zurückzutreten und nicht befördert zu werden. Aber kommen wir jetzt mal zu einem brandaktuellen Thema. Der israelische Geheimdienst Mossad ist bekanntlich der am besten aufgestellte Geheimdienst der Welt. Dennoch konnten am 7. Oktober diesen Jahres Hamas-Terroristen in Israel ein Blutbad anrichten. Wir kennen die Videos, in denen mit einem Schaufelbagger die Grenzzäune einfach niedergewälzt wurden und selbst die Anhänger der Hamas waren überrascht über die geringe Gegenwehr an den Grenzposten, die teilweise gar nicht besetzt waren. Militärische Einrichtungen der Israelis wurden einfach überrannt und es schien niemand da gewesen zu sein. Glauben Sie, dass es der Hamas tatsächlich gelang, den Mossad derart hinters Licht zu führen,
Immerhin berichten israelischen Medien, dass der ägyptische Geheimdienstchef Abbas Kamel den israelischen Präsidenten Benjamin Netanyahu noch 10 Tage vor den Angriffen gewarnt hatte. Dazu gibt es hier auch einen Bericht der Jüdischen Allgemeinen. Und es gibt jetzt ganz neu einen Bericht der New York Times, die ganz offen davon spricht, dass die israelische Regierung bereits ein Jahr vorher von den Plänen informiert wurde und einfach nichts getan hat. Was wohlgemerkt von den Israelis bestritten wird. Wie sehen Sie diese ganze Situation oder für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass der Mossad von nichts Bescheid wusste? Also zunächst vielleicht mal zur Klarstellung. Für Gaza ist eben nicht der oft zitierte Mossad zuständig, sondern der Inlandsdienst Shin Bet. Und es ist völlig richtig, dass es eine Aufklärung darüber geben muss und sie wird auch stattfinden, was vielleicht im Grunde genommen schief gelaufen ist. Die Aufklärung ist unvermeidlich. Wir müssen allerdings auch auf eines aufpassen. Sogenannte Experten wissen heute alles besser. Vor allen Dingen, wenn etwas passiert ist, wissen viele Experten auf vielen Gebieten immer, was eigentlich hätte besser gemacht werden können. Lassen Sie mich ein Beispiel nehmen. Wenn wir an 9/11 denken, sowohl die Amerikaner als auch wir hatten schon Jahre vor 9/11 zum Beispiel Informationen darüber, dass islamistische Terroristen verstärkt teilnehmen an Flugprogrammen. Das heißt also nicht nur von Microsoft, da gibt es auch so ein Flugprogramm, sondern sie haben also auch tatsächlich fliegen gelernt, wobei es auffiel, dass die Leute im Grunde genommen nur lernten, wie man starten muss. Wir haben uns genauso wie die Amerikaner gefragt, was soll das Ganze? Hat man da etwas vor? Wir haben schon von über 7, 8 Jahren, das weiß ich noch aus meiner eigenen Erfahrung, haben wir festgestellt, dass man versuchte, im palästinensischen Bereich zu lernen, wie man mit Fluggleitern umgeht. Das wussten die Israelis, das wussten wir. Aber auch am Beispiel 9/11 gab es zwar Anhaltspunkte, gab es Informationen, da tut sich was, wir werden mit was rechnen können, aber sie werden letztendlich vielleicht so etwas nie verhindern können. Und ich will hier mal einen weisen Spruch, ich sage mal bewusst weis, von Ayman al-Zawahiri, das war der damalige Stellvertreter von Osama bin Laden. Er hat einmal sehr deutlich gesagt, wir haben einen großen Vorteil gegenüber unseren Gegnern, den Nachrichtendiensten. Während die Nachrichtendienste Tag für Tag richtig liegen müssen, Tag für Tag über alle Informationen wissen müssen, reicht es, wenn wir einmal erfolgreich sind. Und deshalb, ich persönlich habe sehr gute Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit dem Mossad gemacht. Aber wenn etwas schiefgelaufen ist, wenn die Politik auch irgendetwas nicht richtig umgesetzt hat, dann wird sich das sicherlich demnächst zeigen. Es wird aufgearbeitet werden. Aber ich glaube, momentan ist es noch zu früh, dass man sich von außen eines wirklichen Urteils ermächtigt. Klar, natürlich, also urteilen sollte man nicht. Und ich bin da absoluter Laie. Was ich jedoch weiß, ist, dass wenn man ein Geheimnis behalten möchte unter mehreren Leuten, da gibt es ja diesen eigenen Spruch, ein Geheimnis unter 3 Personen, dann müssten 2 eigentlich getötet werden. Wenn jetzt mehrere 1000 Mann ein Jahr lang trainieren und dann ein anderes Land angreifen, während alle Sicherheitsvorkehrungen just an diesem Tag plötzlich nicht mehr funktionieren, dann darf man darüber auf jeden Fall mal nachdenken, wie sowas eigentlich sein kann. Sprechen wir über ein weiteres aktuelles Thema. Seit Anfang Oktober ist es um den Ukraine-Konflikt verhältnismäßig ruhig geworden. In gewisser Weise ist die Situation mit Israel und der Ukraine für den Westen schon annähernd ein Zwei-Fronten-Krieg. Und die Diplomaten werden sicherlich alle Hände voll zu tun haben. Taktisch wäre es sicherlich vorteilhaft, wenn man nur einen Brandherd hat. Und die Sachlage in der Ukraine hat sich auch nicht gerade aktuell jedenfalls zugunsten des Westens verschoben. Wie lange können Ihrer Meinung nach noch beide Konflikte parallel laufen? Also Nahostkonflikt, Israel und die Ukraine gegen Russland. Muss die Ukraine bald zurückstecken, damit sich die westlichen Entscheidungsträger mehr auf einen Konflikt
in Israel konzentrieren können? Ich würde nicht so weit gehen, dass die Ukraine zurückstecken muss. Aber zunächst mal, insgesamt haben Sie auf jeden Fall recht. Wenn, und ich gehe jetzt einfach von der Großmacht USA aus, wenn man mit zwei nicht unerheblichen Problemen militärischer Art zu tun hat, dann ist man irgendwo an der Grenze angelangt. Und wir müssen sehen, dass beide Kriege, der Krieg Russland-Ukraine und das, was sich jetzt im Gaza abspielt, auch unterschiedliche Effekte auf unsere eigenen Systeme hat. Wenn wir den Ukraine-Krieg, der im Übrigen zu größten Teilen auf der Welt wirklich nur als ein regionaler Krieg betrachtet wird, dann führte er doch zu einer weitgehenden Solidarisierung innerhalb der EU-Staaten. Nicht zu einer kompletten, aber zu einer weitestgehenden. Im Gegensatz zur Ukraine hat dagegen der Nahostkonflikt eine andere Auswirkung auf die Ukraine Entschuldigung, und auch auf die USA. Im Grunde genommen spaltet der Krieg in Gaza die EU mehr, ganz im Gegensatz zu der Ukraine. Woher kommt das? Wir haben ein gefährliches Potenzial an gewalttätigen Migranten in der EU. Deshalb ist auch wenn es vielleicht nicht wirklich toll ist, aber Macron irgendwo verständlich, wenn er sagt, ich kritisiere lieber, sagt er natürlich nicht wörtlich, ich kritisiere lieber Israel und beruhige damit meine sehr problematische Parallelgesellschaft, die wir hier in Frankreich haben. Sanchez in Spanien zum Beispiel zeigt wirklich fast schon anti-israelische Züge. Und auch wenn wir nach Deutschland schauen, dann sagen wir stehen zwar fest an der Seite Israels, aber dennoch haben wir den Hamas-Mob auf deutschen Straßen. Auch wenn sie sogar Scharia fordern, in Deutschland einzustellen. Die Ukraine, und das sehen wir zunehmend, ist in einer Situation eines Abnutzungskrieges. Das heißt, auf der einen Seite müssen wir sagen, ja, die Ukraine war bisher wirklich ausgesprochen tapfer. Sie hat wunderbar tapfer gekämpft gegen einen überlegenen Gegner. Wobei man allerdings auch sagen muss, das hat sie gemacht mit unglaublich vielem Engagement militärischer Art, aber auch nachrichtendienstlicher Art der USA vor allen Dingen. Aber irgendwo hat man sich festgefressen. Ich persönlich habe meine Zweifel, ob Biden, sprich die USA, diesen Krieg unbedingt bis zu den Wahlen, die im kommenden Jahr in den USA anstehen werden, weiterführen werden. Ich könnte mir eher vorstellen, dass man zu irgendeinem Zeitpunkt dazu kommt zu sagen, nun müssen wir den Krieg beenden. Dann nutzt es auch nichts, wenn wir hier in Deutschland, wie es gerade in der Zeitung zu lesen war, wir 186.000 wehrtüchtige Ukrainer in Deutschland haben. Und gestern hörten wir gerade noch, dass der Bürgermeister von Kiew, Klitschko, Selenskyj sehr dafür kritisierte, dass er da nicht etwas besser handelt. Und die Bevölkerung in der Ukraine fordert immer mehr, holt unsere Leute von der Front zurück. Wir haben so viele, die im Ausland sind, aber nicht bereit sind zu kämpfen. Das heißt also, wir werden aus meiner Sicht irgendwann zu dem Punkt kommen, vielleicht wird es ein Patt werden, wo wir zu einem erzwungenen Pseudo-Frieden zwischen Russland und der Ukraine kommen. Wie das aussehen wird, das könnte ein ganz anderes Thema werden. Das wird sicherlich nicht ganz unproblematisch werden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Status quo ante, wie vor dem Krieg, etwa auch so aussehen wird wie nach dem Krieg. Nur sind in der Zwischenzeit Hunderttausende Menschen auf beiden Seiten gestorben, was für mich, muss ich sagen, eine Katastrophe ist. Aber ich bin nicht davon überzeugt, dass Amerika wirklich willens ist, den Krieg unendlich weiterzuführen. Und wir haben das jetzt am Wochenende gerade noch gehört von einigen Republikanern
in den USA, die gesagt haben, nein, wir müssen unsere Militärhilfe allmählich mal einstellen. Absolut, und das ist ja vielen Deutschen nicht bewusst, da sie eben die deutschen Medien konsumieren, dass in den USA die Republikaner teilweise absolut gegen diesen Krieg sind, ja, diesen sehr hart kritisieren. Also in Amerika, da sind es wirklich zwei Mühlsteine, die gegeneinander reiben. Herr Altgassen, wir haben sehr viele Themen behandelt jetzt. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir einen Gast haben, der so einen tiefen, über Jahrzehnte so einen tiefen Einblick in geheimdienstliche Arbeiten, im diplomatischen Dienst, aber auch militärisch, wie wir in Ihrer Vita vorgelesen haben, bekommen haben. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Es war sehr, sehr spannend, Ihnen zuzuhören. Ja, ich bedanke mich, dass wir so ein Interview führen konnten. Es war sehr interessant. Und vielleicht haben wir bei Gelegenheit auch zu einem Dialog einmal die Zeit. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Jederzeit. Danke Ihnen, Herr Altgassen.